Hey, ich bin Alice Diana, ich komme von Öpen und bin 23 Jahre. Hey, where did we go? Days when the rains came. Donc pour l'instant, j'aime bien apprendre. Donc j'ai arrêté mon travail pour pouvoir me concentrer sur ce concours. J'essaye de m'améliorer en irlandais, donc je fais beaucoup de cours, la même chose en français et en anglais, et bien sûr aussi sur la culture et la politique de la Belgique. J'espère que par rapport à ça, que je pourrais aller dans les médias ou dans la branche de la mode, puisque j'ai fait un an de stylisme à Liège, donc je m'intéresse très fort à la mode. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Also für mich, Miss Belgien zu sein, ist nicht nur schön auszusehen. Also man muss eine gewisse Aura haben und das Land repräsentieren können. Und natürlich die Position ausnutzen, in der man steht, um anderen Menschen helfen zu können. Und das ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Und natürlich gewinnen, ja. Jana, ich komme aus Eupen und bin in einigen Stunden 23 Jahre alt. Warum willst du Miss Belgien werden? Weil es ein Traum ist von jedem Mädchen, einmal Miss Belgien zu werden. Weil es einem die Möglichkeit gibt, Erfahrungen zu sammeln. Ein schönes Abenteuer ist und einfach nur die Möglichkeit ist, auch viele Leute kennenzulernen. Candidate de la communauté germanophone. Oui, donc c'est jusqu'à présent, il y a déjà eu des candidats qui parlaient l'allemand, mais à la base, donc qui ne parlaient allemand, oui, en supplémentaire, mais pas germanophone à la base. Donc moi, le français, c'est ma deuxième langue. Je parle aussi un peu de néerlandais, mais l'allemand, voilà, c'est ma langue maternelle. Ouais. Hallo, regnerisches Belgien. Quand je suis arrivée ici en Thaïlande, donc après les 12 heures d'avion, qui était vraiment très fatigant, parce que j'ai déjà été en avion, mais effectivement, 12 heures, c'est beaucoup. Je suis arrivée ici, en Thaïlande. La première chose que je vois, c'est les palmiers, le soleil et les gens qui sont vraiment, 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 vraiment très gentils. J'ai jamais été à un endroit si beau, donc c'est vraiment magnifique ici. On est arrivé, on a été traité comme des princesses, donc il y a un petit éléphant qui nous a dit bonjour, on a eu à manger. Et oui, et puis on a pu se reposer un peu et directement après, voilà, on a continué pour faire des shootings, etc. Maintenant, ce que je pense de ce pays, c'est vraiment les gens ici, c'est incroyable. Donc ils viennent, ils te prennent dans les bras, ils t'embrassent et ils sont vraiment très chaleureux. Et voilà, je me sens comme une princesse. La plage, comme vous voyez bien, incroyable. Le sable est blanc, l'eau est très très chaud. Also es ist auf jeden Fall die beste Reise, die ich bisher gemacht habe. Also würde ich wieder, immer wieder machen. Ich würde immer wieder nach hier kommen. Und ja, ich schicke euch ein bisschen Sonne von Thailand und tut mir leid, dass ihr im Regen sitzen müsst. Tschüss! Guten Abend. Also es ist im Moment Mitternacht. Ich sitze im Pool. Entspanne jetzt gerade noch mal ein bisschen, bevor ich schlafen gehe. Heute hatte ich wieder einen unglaublichen Tag in Thailand. Also heute Morgen musste ich dann sehr früh aufstehen, um 4 Uhr morgens. Ging es direkt ab, Hair, Styling und Make-up. Danach haben wir ein Interview gegeben für RTL und WT4.
Und danach hatte ich noch ein kleines Interview für einen flämischen Radiosender, die als Hauptthema hatten, dass ich so viel abgenommen habe. Weil die der Meinung sind, dass ich immer noch etwas zu kurvig bin. Aber ich denke, die Frau von heute kann Kurven haben. Und ich denke, dass das auf jeden Fall in Ordnung ist. Also ich denke, eine Frau darf Kurven haben und sich dann auch wohl damit fühlen, weil das einfach zu einer Frau gehört, finde ich jedenfalls. Naja, ich werde auf jeden Fall jetzt langsam ins Bettchen gehen, weil morgen wird es um 7 Uhr, also wird es dann wieder Action geben und dann werde ich auch wieder shooten müssen und so weiter und werde dann auch morgen weiter berichten. Ich wünsche euch noch eine schöne Nacht. Tschüss! So, also ich habe jetzt meine Koffer gepackt, weil der Tag jetzt langsam zu Ende geht. Gestern hatte ich auch wieder einen wunderschönen Tag. Wir haben eine Tour mit den Elefanten im Dschungel gemacht. Es war auch etwas, was ich natürlich noch nie gemacht habe bisher und das in Thailand natürlich einmalig ist. Und heute wird es dann auch wieder etwas spannender, weil wir haben ein Fest, also ein weißes Fest, wo wir dann auch alle weiß tragen werden und alles ist schon weiß dekoriert. Also die Thailänder sind schon fleißig alles vorbereiten und da werden wir ein kleines Quiz haben über Belgien, über die belgischen Kenntnisse und so weiter. Dann wird dann auch die Miss Wallonie, Miss Flandern und Miss Brüssel ausgewählt. Also muss ich jetzt schnell meine Koffer packen und mich dann vorbereiten, weil ist halt ein bisschen schwieriger, sich da auch vorzubereiten, wie gesagt, weil man vor den ganzen Journalisten auch gut rüberkommen muss, damit man diesen Titel holen möchte. Und den möchte ich natürlich haben. Ja, gut, also wie gesagt, dieses Abenteuer geht jetzt zu Ende. Wir werden dann in Belgien weitermachen und dann kommt auch bald das Finale. Und ja, da muss ich mich auch gut vorbereiten. Also, bis bald. Tschüss. Bienvenue à Alice Piana. Bonjour. Bonjour Alice. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes belle. Ah, merci. Mais bon, c'est un peu votre métier, ou presque, puisque vous concourez pour le prochain titre de Miss Belgique. Exactement. Oui. Alors, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, puisque vous êtes pour l'instant Miss Wallonie déjà, donc félicitations. Vous venez de la ville de Pen, vous avez 23 ans, vous êtes Miss Wallonie déjà. Alice Piana sind es zurzeit die spannendsten Wochen ihres Lebens. Noch heißt es, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Am Sonntag wird diese Frage endlich beantwortet. Bis dahin heißt es, Däumchen und Locken drehen. Während Otto Normalverbraucher beim Friseur die Haare geschnitten bekommt, sieht es bei Alice Piana genau umgekehrt aus. Schön lang soll die Haarpracht sein, auch wenn Friseur Pascal Korda mit Hair Extensions nachhelfen musste. Also das, was ich
gemacht habe, ist halt die Haarverlängerung, weil es für mich immer schon ein Traum gewesen ist, so lange Haare zu haben, was auch fast unmöglich ist, die so lang wachsen zu lassen, weil die ja immer zwischenzeitlich geschnitten werden müssen und so weiter. Und da habe ich mir so einen kleinen Traum erfüllt. Ansonsten ist alles echt, ich schwöre. Aber es gibt tatsächlich Mädchen unter den 20 oder ein Mädchen genau, die dann auch mehr hat machen lassen, also die dann auch im Brustbereich und im Gesichtsbereich mehr hat machen lassen. Schönheit muss leiden. Vor Fotoshootings verbringt Alice Piana mindestens eine Stunde vor dem Spiegel. Für private Anlässe geht das auch schneller. Es kommt darauf an, was ich machen muss. Wenn ich jetzt wie zum Beispiel heute Morgen Fahrstunde habe, dann braucht das eigentlich nur 10 Minuten. Ich kämme mir die Haare einfach nur durch, Haarband rein, ein bisschen Öl in die Haare unten. Schnell schminken, das braucht dann auch 5 Minuten. Und ich mache also 7 Minuten schminken und 3 Minuten Haare, würde ich sagen. Und dann geht's schon los. Spaß macht es ihr auf jeden Fall. Ja, natürlich. Also jedes Mädchen fühlt sich gern wie eine Prinzessin. Ich sehe mich noch, als ich ganz klein war und den Lippenstift von meiner Mutter rausgeholt hatte. Danach waren zwar alle Spiegel verschmiert und, nicht, und mein ganzes Gesicht, aber jedes Mädchen hat das gerne, das auf jeden Fall. Pascal Korda hat auch die Modeboutique-Besitzerin Elke Sproten, Alice Piana, auf ihrem Weg unterstützt. Ja, weil ich das ganz toll finde, was sie macht. Und ich kenne sie auch schon von klein an und sie passt wirklich gut in die Rolle. Und sie macht das auch, bringt das auch auf der Bühne sehr gut rüber. Ich habe sie nämlich gesehen bei der ersten Ausscheidung. Also sie macht das ganz toll und sie ist auch ein hübsches Mädchen. Und ich finde, das sollte man unterstützen. Aufgeregt und nervös sei sie auf jeden Fall. Neben Schönheit in eleganten Kleidern oder sexy Bademode kommt es bei der Miss Belgien-Wahl auch auf Ausstrahlung und eine Portion Sprachgewandtheit an. Ich versuche es, mit meinen Freunden und so weiter flämisch zu sprechen, auch wenn sie das nicht so toll finden, aber ich versuche auf jeden Fall mein Flämisch zu verbessern, vor allem weil es für die Flamen ja auch wichtig ist, diese Sprache zu sprechen und sowieso für Belgien die 3 Sprachen zu beherrschen. Sie sei zu dick, um Miss Belgien zu werden, hatten Medien geschrieben. Für Alice Piana war das willkommene Werbung. Ihr Name sei dadurch bekannter geworden. Ja, also ich bin auch froh darüber, ganz ehrlich. Also das hat mir erlaubt, erstens zu zeigen, dass eine Frau Formen haben darf. Ne? Und ich, das, wie gesagt, die Organisation hat mich ja trotzdem angenommen, obwohl ich halt diese Formen habe. Das heißt, ist ja in der ersten Hinsicht eine Bestätigung. Und zweitens, sehr viele Leute haben mir geschrieben über Facebook und so weiter, dass sie mich nicht zu dick finden und dass sie jetzt erst recht für mich voten. Und das ist natürlich positiv und da bin ich auch ganz, ganz froh drüber. Ob es nun klappt mit dem Siegertreppchen oder nicht, Alice Piana ist eine selbstbewusste junge Frau, die weiß, was sie will. An konkreten Zukunftsplänen fehlt es ihr nicht. Was danach ist? Danach fängt natürlich wieder ein neues Jahr für mich an. Also 2010 ist nicht, wo ich mir sage, so Miss Belgien und danach kommt nichts mehr, sondern danach werde ich dann versuchen, auf jeden Fall in dem, was ich mir bisher aufgebaut habe und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, auf jeden Fall zu nutzen und im modeltechnischen Bereich natürlich ein bisschen weiterzugehen. Aber im Endeffekt, das, was ich gerne machen möchte, ist ihren Platz einnehmen am liebsten. Wer weiß, nee, aber in den Medien würde ich gerne arbeiten. Ja.
Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes. Trying on all of me. Poursuit également l'aventure. Bravo Alice. Et we hebben nog drie plaatsen. Je. Ok, on recommence. Merde. Ah. Ok, excuse-moi. On recommence. Ok. Dankeschön, merci et thank you.